für den Adventssonntag kurz vor 11 Uhr. Im Quintett heisst es, es gebe einen Adventskalender einer der anderen Art. Und wir haben Heidi Hansen mal gefragt, ob sie uns als Wallenstadtnerin begleiten würde. Notabene an einem Sonntag. Heidi Hansen mal ist pünktlich erschienen und wir haben miteinander auf dem Schiff geredet. Ja, Heidi, vierten Adventssonntag. Jetzt stehen wir tatsächlich am Sonntagmorgen, kurz vor 11 Uhr, auf dem Schiff nach Quintett. Was bedeutet dir der Wallensee? Für mich ist das ein Ort, wo ich einfach wieder Energie tanken kann. Im Sommer natürlich sehr gerne baden, halt eher immer ein bisschen später, manchmal auch im Dunkeln. Ist ein wunderbarer Ort und früher bin ich viel auch noch surfen. Manchmal mit viel Wind und dann wieder ein bisschen mit weniger. Und einmal hat mich ein ganz kleiner Bub gerettet, weil einfach die Böe gerade abgestellt hat und ich mitten auf dem See mit dem Surfen gestanden bin. Und wenn man uns das nicht so gut hört, dann ist es halt der Wind. Aber das sollen jetzt die Leute hören, die sollen merken, dass wir jetzt halt allein auf dem See sind. Hinten da sieht man übrigens das Mühlehorn, dort wird da heute noch gesurft, gell? Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir so unterwegs sind, tut es gerne noch ein bisschen auf. Ist schönes Wetter, nicht? Ja, wunderbar. Wenn wir jetzt hier raufschauen, ich meine, blau würde ich jetzt sagen, überwiegt schon bald. Und die bisschen Wolkenfelder, die wir hier sehen, sind interessant, lebendig, lebhaft. Ja, das passt wirklich sehr gut. Auch zu mir und zu meiner Art. Und jetzt kommen wir auf Quinte. Das aus einem bestimmten Grund. Erstens einmal, um dich vielleicht auch ein bisschen persönlich kennenzulernen, so ein bisschen weihnachtliche Stimmung vielleicht überzubringen. Und zum Zweiten natürlich auch, um die Adventsfenster anzuschauen. Jetzt mal ganz ehrlich, es fehlt noch der Schnee, es fehlt die Temperatur. Fühlst du schon ein bisschen Weihnachten? Ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt so ein bisschen die weihnachtliche Stimmung reinzukommen. Aber ich glaube, wenn ich dann den Adventskalender von der speziellen Art auch wieder einmal sehe, dann ja, da gibt es sicher ganz gutes Gefühl daheim. Da haben wir einen Adventskranz, wo wir natürlich alle Kerzen immer 1., 2., 3. Advent und 4. anzünden. Und das gehört auch zum Ritual in der Adventszeit. Ich mache den Adventskranz, oder ist besser gesagt, innere Wurzeln immer selber. Und dafür nehme ich mir immer Zeit. Und dann kommt die weihnachtliche Stimmung schon auf. Du hast Schwein, oder? Dass du so einen Partner hast, wie ich auch eine Partnerin. Was Verständnis haben für uns, dass wir manchmal auch keine Zeit haben? Oder ist es bei dir nicht so? Hast du immer Zeit? Nein, nein. Also Zeit ist natürlich tatsächlich ein knappes Gut. Da muss ich mir immer wieder auch Zeit rausnehmen und mich ein bisschen an der Nase nehmen, dass mein Vater nicht zu kurz kommt. Ich habe einen Partner, der da grosses Verständnis hat, mich unterstützt, den Rücken frei hält. Und das ist unbezahlbar. Das ist wirklich goldig. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. So ist es. Jetzt sind wir eben hier unterwegs nach Quinte. Wir gehen jetzt schön rein in die Wärme. Also gerade saumässig warm ist es draußen nicht. Ganz ehrlich, heute Morgen, hast du noch zu den Kurfürsten schauen? Hat es noch gelangt? Ja, das ist immer der erste Blick. Das ist so. Meistens ist es unter der Woche natürlich dunkel, wenn ich losfahre. Heute war es schon hell gewesen. Und da gibt immer ein ganz gutes Gefühl. Gestern Abend vor allem ist der Käserruck so richtig im goldigen Adventslicht, würde ich jetzt mal sagen, gestanden. Und das ist ein wunderbarer Abend. Du Heidi, hier ist die St. Galler Flagge. Könnte es eventuell sein, dass es die Flagge gerade schön beim Käserruck versteht? Wenn ich da so durchschaue, ich glaube, es ist so. Also, wir fahren jetzt auf jeden Fall Richtung Quinte weiter und machen dann dort mit unserem Talk weiter mit der Heidi. Komm, jetzt auch ein bisschen die Wärme. Und ein bisschen hergehauen. Und das hat sie gemacht. Und man hat sofort gemerkt, sie ist eine von vielen. Sie fühlt sich wohl in dieser Region. Sie wird akzeptiert. Sie ist nicht unbedingt die Gesundheitsministerin, sondern eben Heidi Hanselmann. Der Kapitän hat sogar gesagt, als er sie sieht, genau das ist sie. Schon einen Schritt an hat er sie gekannt. Gut, wir sind auf der Fahrt nach Quinte gewesen. Das Wetter ist länger und schöner geworden. Ein kühle Brise war gewesen. Und Heidi, ja, sie war dann meine Sherpa gewesen. Ich musste ein Steadicam tragen. Und sie hat gezeigt, sie hat nicht nur leere Worte, wenn sie sagt, sie sei eine Bergsteigerin. Sie mag auch anpacken und das eben mit System. Und dann war sie sofort wieder bei den Leuten. Jawohl, also ich habe so ein Pfandstübli, ja, und verkaufe einfach Getränke. Am Nachmittag kann ich kaufen. Mhm. Also. Hat es viele Leute gekommen? Also jetzt, von jetzt an weg dann schon, wenn ja, die Türen ganz offen sind. Am Anfang ist es natürlich weniger, es kommt niemand auf Quinte, aber 1, 2, 3 Türen. Mhm. Aber jetzt sind dann bald alle offen und dann den züchtet ja auch. Ich finde es eine wunderbare Idee. Es ist wirklich mal ein Adventskalender der anderen Art, oder? Das ist so, ja. Ja. Es ist ja auch so lässig gemacht. Aha.
Und jetzt ist einfach, das geht bis dem Führer wieder an die Schifflände. Also Weg noch. Die meisten sind jetzt bis hinten dort an die Führstelle mit dieser Wiese. Mhm. Und dann siehst du nachher noch 24, das wäre in der Kapelle. Und heuer ist neu nochmal eins, das 22, wo das Quinta vorne ist, in einem neu sanierten Haus. Ja. Ja. Im Esmerhäusli. Ja. Ist auch bei der Kapelle, liegt gerade links. Aha, aha. Ja. Dann ist es dort dann so genau. Der Schlusspunkt, der gesetzt wird. Ja, das ist es dann. Ja. Ah, dann stoßen wir miteinander an, ist das gut? Okay, gut. Also Heidi, du hast auch als Regierungsrätin so den persönlichen Kontakt und den Zugang nicht verloren, he? Nein, überhaupt nicht. Das ist mir ganz wichtig, mit den Leuten im Kontakt zu sein. Menschen sind mir wichtig, weil schlussendlich macht der Kanton ja die Menschen aus und die Menschen machen den Kanton aus. Und die Bodenhaftung, die habe ich, glaube ich, mal, da gehöre ich auch immer, nicht verloren. Könnte ich auch nicht, weil ich bin der Typ, der einfach wirklich direkt mit den Menschen muss können kommunizieren muss. Und wenn es die Frau rauskommt aus dem Fenster und mit ihr redest, dann können wir nicht um den Glühwein herum, gell nicht? Wir müssen jetzt einfach, dann wollen wir auch. Das hat etwas, ja. Es ist zwar noch ein bisschen früher, ich habe es gesagt, aber wenn man schon so etwas selber gemacht, das Anboten bekommt, wunderbar. Und wie sie jetzt da das einschenkt oder mit der Kehle einfüllt, ja, gut, also dann früher, ist das etwas Spezielles. Also früher, hä? Also jetzt ist 11, nicht? Ja, aber ich muss sagen, für eine Regierungsrätin gleich noch ein bisschen früh. Ja, für einen Journalist auch, wenn man so will sehen. Aber wir sind jetzt hier auch so ein bisschen persönlich unterwegs. Es sieht uns ja nicht niemand oder fast niemand. Nein, man kann sagen, wir sind voll inkognito. Genau. Ja, in dem Sinn. Danke vielmals. Also zum Wohl. Und weiterhin eine schöne Adventszeit, ja, ganz schöne Weihnacht. Und danke vielmals, ja, auch, dass Sie sich hier engagieren und mitmachen. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich. Eine wunderbare Idee. Ja, mal, wenn man zu Quinta wohnt, sollte man schon zusammen ja. So Zeugen ja. Auch unterstützen. Das stimmt. Das ist wirklich gut. Ja, ist ein sehr spezielles Ambiente, wenn ich jetzt denke, wir stoßen da mit dem Glühwein. Ja. Vor uns Palmen. Ja, so ein bisschen das südländisches. Sind, das sagen auch viele Gäste, die hier sitzen im Sommer. Ja. Sie haben das Gefühl, sie sehen jetzt Ascona. Ja, das glaube ich. Also Quinten ist halt von dem her schon ein sensationeller Flecken, den wir im Kanton St. Gallen haben. Das ist, ja. Oder? Mit dem speziellen Klima. Ich bin darum auch immer wieder gern da. Das ist schön. Ja, ja. Und ich staune jedes Mal gleich wieder, obwohl ich es ja weiss. Ich meine, Kiwi wachsen da, man hat Feigenbäume. Ja. Oder Kaki. So. Kaki auch? Mhm. Und wenn ihr jetzt hinterlaufen, gerade hier nach dem zweiten Haus da oben, schön, man sieht ihn ganz knapp von hier. Ah, ja. Jetzt noch ja, so orange. Ja. Ah, spannend. Ja. Also dann habt ihr hier im Sommer habt ihr auch ein Hofbeizli. Und da habe ich es einfach draussen. Ah, und, so und jetzt gut. Habe ich es umgetauft, so ein Fensterstübchen habe ich drin. Mhm. Das sind nicht die einzigen offiziellen Bauern noch zu Quinta. Das andere ist Hobby. Mhm. Mhm. Und mit dann Nachbarn. Habe ich dich jetzt gar kennengelernt. Ich habe gewusst, dass es noch jemanden gibt. Ja, ja, jawohl, das sind wir. Gut. Und mit dem Rebberg alles, man muss alles um drei Hut bringen. Und ich habe gesagt, wenn man Angestellte braucht, das kann man nicht machen. Ja. Man muss es können selber. Ja. Darum habe ich am ersten Mal mit den Goffen. Du, ist das so, wenn so ein Regierungsrätin vorbeikommt und sich so volkstümlich verhält, wie ist das für dich? Das ist wunderschön. Ich finde das lässig. Ja. Vor allem da, wo wir in einer Randregion sind. Also ich finde das sehr wichtig, dass das auch stattfindet. Das ist eigentlich ein Regierer pur. Das ist ja. So, wie man sich vorstellt. Genau. Ja? Das ist eine wunderbare Idee. Grüezi, Hanselmann. Grüezi. Ja, ganz genau. Grüezi miteinander. Ja. Oh, schön. Danke für die Idee und dass Sie sich hier engagieren. Ja, ja. Ja. Macht uns auch Spass, macht uns viel Freude. Ja, ja, das ist viel gut. Viel Arbeit und viel Freude halt. Aber, ja. Aber eben, wenn es in der Kombination ist, oder wenn man kann sagen kann, es macht Freude und auch für andere, es zieht Leute an. Genau, das ist ja. Ja wirklich sehr schön. Ja, ja. Das ist ja das, was wir haben wollen, also im Winter ein Leben nicht zu durchführen. Ja. Ja. Und das spüren Sie auch? Ja, schon. Ja, das, ja. Also ja. Am Anfang des Weges ist natürlich ein bisschen weniger, aber
zwischen Weihnachten und Neujahr, also dann bis im Januar, dann ist es also recht gut besucht. Ja. Ja. Also ich komme dann noch mit meinem Bruder, der wohnt in Amerika, ist dort geheiratet, seit 25 Jahren. Und jetzt sind sie erst mal an der Weihnacht wieder in der Schweiz. Ja. Und also wir kommen nächste Woche, laufen wir dann den Weg auch, weil das ja, ist wirklich etwas Spezielles. Und ich sehe auch in unserem Kanton, oder? Das sticht wirklich führen. Also schön. Und jetzt ist es ja wunderbar, oder? Dem, ja. Also das ist Dezember immer schön. Also war nach kalt und so, ist es angenehm. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt auch hier im Unterland, wo es so viel Nebel haben, ja, ist so vielleicht auch noch ein bisschen. Also ich fahre halt dann meistens jeden Tag vom schönen Wetter in Nebel. Das ist furchtbar. Ja. Ja, weil dann ist es einem so bewusst, oder? Ja, genau. Ich habe das Gefühl. Und man kann es auch nicht glauben. Ja. Da ist es so schön, so hell und so warm und nachher mit dem Dunkeln und dem Grauen. Ja. Ja, genau. Jetzt, da ist das Eis. Das ist das Eis, genau. Ah, schön. Sehr schön. Und die haben jetzt alle sie gestaltet? Also gestaltet schon, ja. Nein, wir, also die Schwägerin und ich, sind da, die Frauen sind da für das Feine und die Männer für das Grobe. Die Männer den Tür machen, den Unterstände aufstellen, also all das Zeug, wo grobe Arbeit und Viharbeit, sind die Schwägerin und ich, die machen. Ja, ja. Und die Engel, die hat für Förster von Wallenstadt, das Försterteam hat die gemacht. Natürliche Produkte haben, also wir haben Materialien, die wir das Zeug dekorieren. Nicht künstlich, nicht glitzerig, nicht einfach Natur. Ja, ja. Das ist unsere Idee. Das finde ich eben auch sehr schön. Ich mache immer so, ich habe eine Wurzel vom Rhein. Ja. Also von Sarans dort. Ja, ja, ja. Und die begleitet mich jetzt seit 35 Jahren. Sicher? Oder uns. Ja, und ich tue sie auch immer einfach dekorieren, aber wirklich nur mit natürlichem Material. Mhm. Das finde ich so etwas. So der Glimmer, das Zeug, das hat man überall. Ja. Ja. Ja, das finde ich auch gut. Und die Natur bietet einem ja so viel an. Also. Manchmal kann man im Umkreis von 5 Metern filmen, das, was man genau noch muss hat, um es genau. Zu dekorieren. Bis ja. Das Loch ist oder so, das ist also nicht gut. Du, Heidi, jetzt Schnee hier daher, aber ein bisschen Weihnachtsstimmung kommt jetzt doch noch auf, he? Ja, sehr. Also ich muss sagen, kaum sind wir da vom Schiff abgestiegen und auch mit den Gesprächen mit den Leuten merkt man schon, was eben auch so ein Adventskalender der anderen Art bedeutet. Denn Glühwein ist natürlich auch speziell vom Geschmack her, vom Geruch und vom Geniessen her, wenn man draussen kann, auch trinken, speziell Advent. Und ganz speziell habe ich ja gefunden, gell? Du bist mal Lehrerin gewesen, ich bin Lehrer. Wir sind es gewöhnt, das heisst 1, 2, 3, 4. Aber wir haben beim 3 angefangen, sind jetzt beim 1. Also das ist noch interessant, gell? Man muss da richtig auf die Birsch gehen. Ja, das ist spannend. Es heisst ja Adventskalender oder Weg der anderen Art. Und auch mit der Nummerierung fordert raus. Das ist aber auch gut so. Und mit den Kindern kann man da gerade so, würde ich jetzt mal sagen, spielerisch noch ein bisschen das Zählen verinnerlichen. Nein, das ist ein Auslieb. Der leuchtet, oder? Der leuchtet, ja. Ja. Aber es tut eigentlich erst um halb vier in der Mittag das anzünden. Und um 9 Uhr am Abend ist wieder gelöscht, ist dunkel. Ja. Jawohl. Ah, das finde ich jetzt aber auch noch gut. Dann tun wir einfach. Ja, ja. Also, da begrenzen. Genau. Ja, ja. Das muss nicht den ganzen Tag drüben. Ja. So gut. Und das sind jetzt Hasen von vorne, oder? Vorne vom Bauernhof, genau. Ja, ja. Das ist auch unser Ziel, dass wir alle integrieren zu Quinten, alle, die etwas machen, etwas haben, sich mit beteiligen oder also mitmachen. Einfach. Dass man es wirklich miteinander genau. macht. So auch noch ein gemeinsames Erlebnis. Ja, genau. Ja. Und da haben jetzt praktisch alle mitgemacht. Also eben, die Tiere haben von den einen oder den bringen es auch viel
Wurzeln, spezielle Wurzeln, spezielles Dekomaterial, wenn sie dann mal gelaufen sind und etwas findet, dann nehmen sie es mit und bringen es uns. So. Und das, ja. Das schon, ja, absolut. Schön, das ist, schön. Ja. Also die Begeisterung spürt man. Ist schon da, ja. Ich habe vorne auch gedacht, wie das aussehen. Ja, das ist ja so. Ja, ja, wir machen es jetzt ja 5 Mal und es ist Tradition eigentlich schon geworden. Ja, ja. Ja. Ja, ich werde das bei meinen Kollegen auch platzieren und in der Regierung. Also, da wäre, finde ich, auch mal noch ein Ausflug wert. Das ist der Fasan. Das ist ein Fasan, ja. Und weißt du, was, Heidi? Weißt du, was noch schön ist? Also, du bist eine Sportlerin, aber ich mit dem Steady hierher, was schön ist, alles noch zusammen. Sportlich auch machbar, auch für alle Regierungsratsmitglieder, oder? Ganz genau, da hätten wir sicher kein Problem. Und die Zusammensetzung ist ja jetzt auch ein bisschen sportlicher geworden. Mit einem Augenzwinkern gesagt. Aber trotzdem immer noch Gruppenbild mit Damen. Man tut sich schwer mit Frauen. Ja, das bedauere ich. Das ist schade, dass ich keine Kollegin habe. Und ich hoffe doch sehr, dass sich das dann wieder ändern wird. Aber nach 12 Jahren Regierungsrätin im schwierigen Departement Gesundheitsministerin besteht ja die Möglichkeit, zu meinem Team mit Frauen zu kommen. Zum Beispiel zu Bern. Ja, natürlich. Zu Bern hat es ein paar Frauen mehr. Das ist richtig. Advent ist auch offene Wort. Muss man alles rausblättern. Also richtig Bundesrätin. Jetzt, wo du als Lehrerin ja 2 Lektionen Altersentlastung wirst überkommen und nach wie vor noch sehr fit bist, das kommt für dich nicht in Frage. Ich habe die Entscheidung schon mal fällen. Ich bin dort schon mal angefragt worden vor ein paar Jahren und habe dort das hin und her abgewogen. Und ich glaube, ich bin am richtigen Ort und das ist gut so. Okay, lassen wir das. Aber ich persönlich glaube immer noch, ich gewinne meinen Wett noch. Was ich gewinne, das sage ich nicht. Noch zu. Okay. Es ist einfach, ja, es ist schon ein Herzbad, muss man also sagen. Sehr aus, ja. Wirklich. Und ich, also als Bundesrätin hat man ja dann überhaupt keine Privatatmosphäre mehr, oder? Ich finde sie jetzt schon, für mich jetzt, gar grenzwertig. Mir langt das. Also. Privatpersonen kann sein, ja. Ja. Und bin hier am guten Ort und gefallen. Ja, mal schauen, wie es mit. Genau. Ist jetzt der zugenagelt? Nein, es ist nicht. Oder? Ja, spannend. Am 20. Ist aber gell, Heidi, du bist gewundert, gell? Würde dich interessieren? Ja, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich glaube, das ist auch gut und richtig, wenn man neugierig bleiben kann, nicht nur als Kind, weil das bringt einem auch weiter. Und bleibt immer spannend. Bist du neugierig geworden um deine Brüder herum? Du bist ja als jüngste Tochter, gell, von einem Polizisten und einer Hausfrau aufgewachsen. 3 Brüder, alle älter, du, die Jüngsten, müssen durchsetzen. Was hat das bewirkt bei dir? Ja, das hat mich sicher geprägt, indem ich gelernt habe, meinen Platz irgendwo auch zu ergattern zwischen diesen Brüdern. Dann, ob die Leidenschaft vom Shooten und Handballspielen von dort herkommt, vielleicht mag sein. Das hat mich immer fasziniert. Ich habe auch gerne mit Auto gespielt und war immer gerne im Wald. Wenn man da natürlich auch vorgelebt überkommt, kann man das schon prägen. Aber ich glaube, es entspricht mir wirklich auch. Auf der anderen Seite hast du mal wollen. Ich glaube, Hebamme werden. Hast du gewusst, du sollst jetzt eine ganz grosse Kunstturnerin werden, im Stufenbären deine Künste zeigen oder Kind gewähren? Nein, Hebamme, das war meine Gotte. Das hat mich schon fasziniert als kleines Kind. Es war dann aber mehr so die Frage, da hat man auch gesagt, Arbeitslehrerin, Handarbeitslehrerin, weil ich sehr gerne gewächelt mit meiner Mutter zusammen, gelismet und genäht und gemacht und getan und gebastelt. Und dann hat aber dann ein Säcklehrer das Gefühl gehabt, ich soll doch jetzt mal zuerst Lehrerinnen-Seminar machen und dann nachher weiter schauen. Und das war sicher sehr ein guter Weg gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen, einen guten Boden gegeben. Da kann ich weiterhin einfach empfehlen, bin mit Leidenschaft Lehrerin gewesen. Und nachher habe ich dann ja den Eindruck gehabt, jetzt möchte ich gerne mit erwachsenen Leuten arbeiten und habe dann das Logopädie-Studium noch angehängt. 6 Lehrerin, glaube ich, in der Au, oder? Jawohl, genau. Und nachher eben Logopädie-Studium. Und dann bist du natürlich im Spital, bist Logopädin gewesen. Also nicht mit Kind, sondern eben natürlich auch wieder sehr ein schwieriger Job eigentlich, oder?
Ja, ein herausfordernder Job. Ich wollte mit erwachsenen Menschen arbeiten. Und am Spital lernt man natürlich, oder wird man konfrontiert mit sehr harten Schicksalen, mit Leuten, jüngeren, älteren Leuten, Hirnschlag oder halt ein Tumor, Operation, Unfall, wo Probleme bekommen mit dem Reden, mit dem Lesesinnverständnis oder überhaupt Sprachverständnis, mit der Stimme, mit dem Schlucken, eine ganz breite Palette, riesige Facettenwelt, die einem da ein Arbeitsgebiet von der Logopädie bietet, und das hat mich immer sehr, sehr spannend gefunden. Und auch halt so mit den erwachsenen Leuten, auch mit den Angehörigen, sie zu betreuen und zu begleiten, herausfordernd, aber sehr eine sinnige Arbeit und eine wertvolle Arbeit, die ich auch immer wieder gemerkt habe, wie man das auch schätzen tut. Du bist dann im Rorschacher Berg aufgewachsen, glaube ich, oder? Und bist dann, wir machen jetzt mal einen grossen Gump, im 96 hast du einen Kantonsrat gehabt. 2004 dann Gesundheitsminister. Ich habe schon mal gesagt, ein schwieriger Job. Machst du es 12 Jahre, ich glaube, jetzt noch selten jemand so lange gemacht. Also, hast du das nie bereut, der Schritt in den Regierungsrat? Nein, den habe ich nie bereut. Das ist wiederum so in der ganzen Lebensbiografie eine super Entwicklung, ein Privileg, dass ich so ein Departement führen darf, dass ich die Möglichkeit habe, in einem Kanton für die Leute doch etwas Wichtiges zu betreuen, nämlich eine gute Gesundheitsversorgung, eine gute Struktur zu legen und das ja auch mit den Menschen, die jetzt auch am 30. November 2014 in einer Abstimmung ja mit einer sensationellen Mehrheit oder Ja-Anteil zu dieser Spitalstrategie gesagt haben, dass sie eine wohnortnähe Versorgung wollen und dass sie damit die Philosophie auch unterstützen. Das freut mich sehr und ja, für die Gesundheit für die Menschen etwas können zu erwirken und zu bewirken. Das ist ein Privileg, das ich sehr schätze. Und auch danke für das Vertrauen, das die Bevölkerung da in mich hineinsetzen tut. Aber es braucht grausam Nerven, gell? Bis das Vertrauen dann mal hast und etwas dann wirklich zur Umsetzung kommt. Ja, von nichts kommt nichts und dafür muss man auch arbeiten und Fachkenntnis haben. Das war mir auch immer wichtig, Dossierkenntnis zu haben und damit eben auch den Leuten aufzuzeigen, wie wichtig das ist, in welche Richtung dass man da dann auch steuern tut. Apropos richtig, wir laufen jetzt mal wieder weiter. Wir haben hier natürlich Aufnahmebedingungen, eben mit dem Steadicam, ja, wo vom Bild her sicher könnte besser sein, das ist klar. Aber ich denke mir, diese Worte zeigen, dass unsere Gesundheitsministerin eben auch, was Gedankentum betrifft, dass ich wirklich gesunde Gedanken hat. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig. Hallo, Heidi. Christi, wir haben mal bei der Einweihung von der Wallenstadt Tutzis gemacht. Ja, da bleibt. Das ist auch gut so. Hoi, Rolf. Ja, bleib da. Und da gibt es jetzt Gemüsesuppe, oder? Gerste. Ah, das ist Gerstensuppe. Aber die erste. Ja, auf jeden Fall sieht das also schon ganz gut aus. Ja, ja. Frisch. Frisch, ich habe frisch, gesagt, wir hätten jetzt wieder im Fernsehen gesehen, nicht da die Büchse Gerstensuppe gesehen. Nein. Ja, ja, nein, wir machen ein frisches Süppli. Und das frische Süppli hat der Rolf nicht zum ersten Mal gemacht. 12 Jahre war er auf einer Alp, das hat er jetzt aufgehört. Aber das frische Süppli, das er auch zubereitet hat, das ist angekommen. Am Nachmittag am Eis war er fertig und im anderen Beitrag sehen wir auch, wie die Gerstensuppe genossen worden ist. Ich bin mit der Heidi dann weitergelaufen. Ich wusste, wir müssen jemanden her, wo ich ein Haufen Leute sind, weil sonst, ja, und ich bin ein bisschen den Weg mit ihr runtergelaufen. Ich will wissen, ob sie noch mag. Knapp schaffe ich es noch. Ja, du. Ja, Heidi, jetzt gehen wir hier so ein bisschen runter. Also, du magst schon laufen, gell? Ja, das ist für mich kein Problem, sondern richtig schön. Richtig wunderbar, dass ich jetzt so auch noch ein bisschen zum Laufen komme. Ist ja, Bergsteigen ist meine Leidenschaft. Und die Gegend hier bietet es natürlich auch immer wieder an. Ich gehe auch sehr gerne Richtung Kurfürsten rauf, Tschinglenalp und so. Das ist ein ganz wunderbarer Ort. Ja, Heidi, du hast ja gemerkt, wir müssen es ein kleines bisschen absetzen. Du bist so volkstümlich und kommst so volkstümlich über, ja, dass man mit dir einfach redet, wie wenn du keine Regierungsrätin wärst. Aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was dir eigentlich gut gefällt, oder? Das gefällt mir sehr gut, weil ich will mit den Menschen so im Kontakt sein, wie sie sich auch fühlen. Und sie sollen sich ja nicht gegenüber mir jetzt anders gehen, nur weil ich ein Amt habe in mir. Ich bin immer noch Heidi Hanselmann wie früher. Ich bin der Mensch und habe gerne Kontakt. Und das freut mich auch, dass die Leute einfach offen und ehrlich sind. Und ich glaube auch,
wirklich das Vertrauen auch haben. Auch Seilschaften schätzt du natürlich. Du tust gerne Bergsteigen nach wie vor noch. Stehst du jeden Morgen auf, hebst du oben wieder die Tür und machst ein paar Klimmzüge, oder? Haben wir früher einmal gemacht. Genau, Klimmzüge heute mache ich eh noch. Liegestütze, das versuche ich schon ab und zu noch zu machen. Meine Finger sind nicht mehr so fit zum Klettern, aber was nicht ist oder nicht mehr ist, kann ja dann wieder mal werden. Ich bin immer noch eine passionierte Bergsteigerin und im Sommer, da ist meine Zeit, die ich dann in den Bergen verbringen tue und mich dann auch konditionsmässig wieder wirklich auf Vorderfrau bringe. Du untertreibst jetzt wie fast üblich in diesem Bereich. Also, du hast eine Grippe gehabt, bist mit Silvester auf die Zürich angetreten, hast ein respektables Ergebnis gemacht beim Marathon. Also, du bist nach wie vor wirklich fit. Ich bin dort schon nicht Marathon gerannt, sondern halt in der Sie- und R-Gruppe. Aber habe Freude gehabt am Resultat, obwohl ich wirklich ziemlich lediert war. Und Sport, Bewegung macht mir schon immer noch Freude. Brauche ich auch, für einfach wieder können, Batterien aufzuladen, zu neuer Energie kommen. Und da hilft einfach in der Natur sich bewegen sehr. Muss man schauen, ob man rauf zu, man kommt da mit dem Steady. Doch, man sieht es, da hinten hat es ein paar Wände. Da wäre für dich jetzt ein Klacks, so etwas, oder? Dort in dieser Schneise rauf zu klettern. Nicht gerade ein Klacks, aber es würde mich anmachen. Und wenn ich so Wände sehe, dann kribbelt es mir wieder in den Finger. Weil Bergsteigen oder auch Klettern ist etwas Fantastisches. Man ist so wie in einer anderen Welt. Du auf du mit dem Fels, mit dem Stein. Und lernt sich einfach auch wieder gut kennen, wie man Schwierigkeiten kann überwinden kann oder wie man es angeht. Dass man manchmal Umweg machen muss, um sicher eben ans Ziel zu kommen. Das hilft auch in der politischen Arbeit. Hast du auch einmal eine 20 Meter Seillänge ausgependelt, dass man die oben heben musste? Hast du das mal erlebt, so diagonal ausgependelt? So ja, das habe ich einmal erlebt. Einmal lang. Ja, da verschreckt man sehr. Und dann traut man sich fast nicht mehr nachher. Einmal lang. Es braucht dann schon ein bisschen wieder zu sich selber zu kommen, damit Nervosität und auch der Schrecken wieder aus den Gliedern geht. Weil wenn man anfängt zittern, dann ist man in der Wand einfach mit dem Zittern nicht mehr gut bedient. Du willst gerne mal einen 8000er machen. Einen 7000er hast du geschafft, oder? Ein knappen 7000er, ja. Das war der Aconcagua. Jetzt muss man sagen, wo der ist. Technisch nicht sehr schwierig. Er ist auf der Grenze Argentinien-Chile. Es ist der höchste Berg außerhalb des Himalaya. Wir waren dort auch expeditionsmässig unterwegs gewesen, haben also alles selber getragen, selber gekocht. Ein unglaublich spannendes Erlebnis. Mit allem Drum und Dran, bis hin zu wirklich einem Wehrschaftensturm, der uns an die Grenze gebracht hat. Gipfelerlebnis, perfekt, hätte nicht besser sein können. Ja, so etwas kann ich nur empfehlen. Der Schwierigkeitsgrad ist das eine, aber eben das Wetter ist gesagt, ist das andere. Man kennt die eigene Nordwand, die in einem Tag zum Teil durchklettert worden ist. Aber hinter ist unser Quergang, wo dann natürlich unglaubliche Szenen passiert sind. Also das spielt ja immer eine grosse Rolle. Dein Traum wäre zum Beispiel so ein Gioia, vielleicht sogar ein Everest? Gioia, da hast du genau den richtigen Berg angesprochen. Mittlerweile wäre es der. Everest hatte ich einmal ein bisschen im Blickwinkel gehabt, in 7 Jahren. Wo die Wahlen waren in die Regierung, weil ich bin davon ausgegangen, dass ich nicht gewählt wird, weil die Situation ja wirklich ziemlich aussichtslos ausgesehen hat. Da hätte ich dann im Herbst mit auf die Expedition auf den Everest. Und dann hat sich halt mein Expeditionsfeld verändert mit dieser Wahl. Dann habe ich die Aktenberge bestiegen und bin ins Gesundheitswesen als Gesundheitschefin eingestiegen, was ich aber nicht bereue tue. Muss man auch klar sagen, es ist immer auch eine Frage von Zeit und auch von Geld. Oder? Also ich denke, der Landtagsabgeordnete Peter Sprenger hätte ich nie gedacht, aber er ist ja vom Mount Everest gekommen. Sportlich war es schon immer, aber es braucht auch wirklich Zeit, Geld, Maus, man muss es wollen machen. Das ist so, es braucht eine Kombination und der Sprenger, er ist ja noch spannend, er geht mit dem gleichen Bergführer wie ich, also ich bin seit 35 Jahren mit dem Diego Wellig unterwegs und mittlerweile ist das bereits ein Freund geworden von mir und darum haben wir uns natürlich auch schon zu dritten gesehen und getroffen. Ja, Zeit ist vor allem auch eine wichtige Komponente. Also mit so einem Amt, das brecht man nicht
miteinander überein, weil man muss sich auch gut vorbereiten können, die Akklimatisationszeit. Also so lange kann man einfach, wenn man in der Regierung ist, gar nicht ausklinken. Und es ist auch eine Frage von Seilschaft, man muss miteinander auskommen. Jetzt einfach vielleicht mal vielleicht eine indiskrete Frage, aber Peter Sprenger kenne ich. Er hat manchmal das Temperament nicht zügeln. Ich finde ihn einen hervorragenden Politiker. Aber wenn ihm ein anderer aus der anderen Partei quere kommt, hätte das Temperament wirklich nicht zügeln. Hat man es mal versprochen, hat es dann gleich nicht geschafft. Privat ist er auch wirklich anders, sehr kollegial, aber auch sehr ehrgeizig und engagiert, oder? Er ist sehr engagiert. Also so nahe sind wir jetzt nie miteinander unterwegs. Also schade, auch nicht auf einer Bergtour. Einfach, wir haben schon austauscht. Wenn man natürlich die gleiche Leidenschaft hat, hat man ein Thema und politisiert ein und dort ein bisschen weniger. Aber ich bin auch schon mit anders politisch gerichteten Menschen unterwegs gewesen. Das ist auch spannend. Wir haben abgemacht, wir machen ein Politdiskutierzelt, wo wir Zeit bekommen haben, jeden Tag eine halbe Stunde. Da haben wir uns austauscht, ziemlich intensiv diskutiert. Es war spannend gewesen und nachher sind wir wieder aus dem Zelt raus. Und dann ist es klar, jetzt sind wir wieder am Berg steigen. Ich hätte eine Idee. Schauber Kanzler, da wird so ein neues Lift gemacht, also vielleicht übertrieben, also untertrieben gesagt, es wird wirklich eine neue Bahn aufgemacht. Könnten wir mal mit dem Regierungsrat mit allen Zackenlücken auf Richtung Schauber Kanzler? Meinst du, es ist möglich oder müssen wir gleich eher Hochkasten hindurch? Ja, da müssen wir jetzt mal zuerst sondieren mit einem, da ging es wahrscheinlich, aber mit allen, da ist noch ein bisschen ein Fragezeichen. Okay, dann machen wir gescheiter den Weg weiter. Der ist für alle machbar. Gell? Das ist wirklich erstaunlich. Wenn wir jetzt genau schauen, man sieht jetzt auch, also wenn ich da vielleicht einmal schwenke, dann sieht man da hinten wieder ein Fenster, wo wir jetzt gerade runtergelaufen sind. Und überall jetzt Fenster, wenn wir hinten rauf schauen, dann hat es da oben den Weg, wo man durchläuft. So. Und es ist wirklich, ja, es ist für alle machbar. Es ist relativ eine lockere Sache, oder? Ja, es ist sehr eine lockere Sache. Ich finde es aber auch gut, gerade auch für Kinder, oder? Das ist eine super Motivation, denke ich, von einem Fenster zum anderen können laufen. Die Kinder, die dann auch neugierig sind, warten, wann kommt denn das Nächste, vergessen dann vielleicht auch die Strecke. Und das ist also wunderbar gelungen. Wir haben jetzt, wie spät haben wir? Kannst du auf die Uhr schauen? Ich kann ja nicht, wenn ich das Gestell muss haben. Ich habe keine Uhr. Gut, sagen wir mal, ich 12. bin immer ohne Uhr unterwegs. Okay, das ist sehr gut. Da sind wir beide ohne Uhr unterwegs. Aber wir haben eine innere Zeit und wir wissen auch, was uns wichtig ist. Wir sagen einmal, es ist jetzt Mittag. Du musst am Abend schon wieder zu Luzern sein. Also das Engagement ist einfach schon so, dass man wenig wirklich Freizeit hat, oder? Ja, die Freizeit ist an einem kleinen Ort, da muss man sich gut einteilen. Mit diesem Amt, wenn man aber so einfach arbeiten und die Freizeit so voll auseinander dividieren will, ich glaube, das kommt nicht so gut. Es gibt ja auch viele Anlässe, die sehr schön sind, die einem auch viel geben. Und da muss man wie einfach auch so ein bisschen in sein Leben können mit integrieren. Wo man dann auch mit dem Partner zusammen etwas geniessen kann, wo man sonst nicht dazukommt. Ich tausche mich sehr gerne immer wieder mit verschiedenen Menschen aus. Und darum ja, ist das von dem her jetzt nicht ein Müssen, sondern es gehört einfach in das ganze Setting hinein. Und ist auch sehr spannend. Ist für dich Weihnachten eine spezielle Zeit oder ist es eher die Zeit zwischen der Weihnacht? Nein, für mich ist Weihnachten tatsächlich eine spezielle Zeit. Jetzt auch gerade der 24. Da gehen wir immer seit Jahren gehen wir in den ganzen Wald. Das Tänneli suchen wir unter dem Jahr aus und gehen dort rauf und gehen Weihnachten feiern. Nehmen drei Kerzen mit, drei Schöckeli, hängen die an den Tannen und singen dort miteinander Weihnachtslieder, tauschen miteinander aus. Ist immer ganz eine spezielle Atmosphäre, eine wunderbare. Das Ziel ist einfach immer, dass wir auch die drei Kerzen zum Brennen bringen. Ist noch erstaunlich, dass wie wenig Wind einem doch ein Problem kann bieten, dass die Kerzen brennen. Ist uns bis jetzt meistens gelungen. Wir gehen also auch bei Maus und Gruß, egal, das gehört einfach zu unseren Weihnachten und das ist für uns Weihnachten. Wir philosophieren natürlich auch über verschiedene Themen und auch so ein bisschen wie wir in der Welt und in der Landschaft stehen, gibt mir immer sehr, sehr viel. Apropos Landschaft, vielleicht eine letzte, vielleicht auch eine dumme Frage, mal vorläufig. Hinten hat Steinmännchen, da unten hat Stein. Welchen Stein würdest du nicht, um hier in die Seine werfen? Ja, da würde ich jetzt zuerst mal ein bisschen schauen. Einen, der auf der Wasseroberfläche hüpfen würde.
Ja, aber so auf der Schnelle haben wir keinen runden Stein gefunden. Dafür jede Menge Attraktionen am Rand von dem Adventsweg. Die Heidi Hanselmann war fasziniert und immer und überall hat sie jemanden getroffen und hat ganz ungezwungen mit denen geredet. Super! Tschüss! Hat sie einem jungen Burschen angerufen, einem Quintner, und gesagt, er jogge jeden Tag. Man hat es auf Schritt und Tritt gespürt. Regieren heisst für Heidi Hanselmann nach beim Volk sein. Arbeiten und Freizeit verbinden sie. Und dann war es Zeit. Um 5 Uhr musste sie zu Luzern sein. Wir haben Quinten verloren und Heidi Hanselmann hat sich verabschiedet.